Ja, hallo zu einem neuen Screencast. Dieses Mal unter dem Motto Power Filters. Ich will einfach mal so zeigen, was mit Filtern so alles drin ist, weil das haben einige scheinbar noch nicht ganz so verstanden. Ich habe da hier mal ein paar Beispiele, was man so mit Filtern alles anstellen oder anrichten kann. Ich hole es einfach mal immer näher ran. Einmal so einen Jeans-Hintergrund. Dann habe ich hier Rauch oder Schrift als Rauch. Ich hoffe, man kann es noch lesen, dass es Smoking heißt. Und dann habe ich hier ein Feuerwerk zum Beispiel. Oder hier unten einmal Holz und einmal gebürstetes Metall. Dieses Mal nicht mit kalligraphischen Linien, sondern wirklich mit einem Filter gemacht. Die beiden werden als Video und Tutorial im Inkscape-Buch sein. Und für den dritten hier, da habe ich schon mal einen Screencast produziert. Der ist allerdings in Englisch und relativ knapp. Die Filter dort lege ich nicht an, sondern die habe ich innerhalb einer Datei weitergegeben. Dort verwende ich am Ende auch drei verschiedene Filter. Ich tue das Ganze einfach nochmal in den Artikel linken. Den Link zum Screencast und zur entsprechenden Datei, in der die Filter natürlich dann enthalten sind. So, dann lösche ich das Ganze mal und versuche einfach mal schnell zu erklären, was Filter sind. Damit ich das erklären kann, muss ich schnell nochmal erklären, was Vektor- und Rastergrafiken sind. Eine Vektorgrafik ist mal ganz schnell und einfach beschrieben, einfach eine Verbindungslinie oder Verbindungslinien zwischen Punkten in einem Koordinatensystem. Rastergrafiken haben auch ein Koordinatensystem und in dem Koordinatensystem wird Punkt für Punkt, also Pixel für Pixel, beschrieben, welchen Farbwert der entsprechende Pixel hat. Und das ist zwar hier eine Vektorgrafik, sagen wir mal, im Inkscape, aber auf unserem Bildschirm ist es trotzdem halt eine Rastergrafik, weil unsere Monitore ja natürlich mit Rastergrafiken arbeiten. Also Inkscape hier an der Stelle rendert uns ein Bild für unseren Bildschirm. Und die Filtereffekte, die wir hier haben in SVG, das sind nichts anderes wie Anweisungen für die entsprechende Rendering-Entscheidung, wie sie das zu rendern hat. Und hier wird nicht nur das Pixel, was zu rendern ist, beeinflusst, sondern es können auch die danebenliegenden beeinflusst werden und auch die nebenliegenden können das Rendering für den jeweiligen Pixel beeinflussen. Dafür sind im Standard für SVG verschiedene Filterprimitiven, nennt man die, oder die werden abgekürzt im SVG-Code FE und dann kommt der Filtername, also Filter Effects. Ich mache hier mal einfach den Filterdialog auf, nur dass man sieht, dass das hier wirklich Filter sind. Ach, Pfadeffekte, Filter bearbeiten. Ich wähle mal hier das Holz aus. Man sieht es hier, ist Wood drauf angelegt. Und dann entferne ich das ganz einfach mal. Sieht man hier, das ist einfach nur ein braunes Viereck. Und dann wende ich den wieder an. Hier sehen wir die verschiedenen Filterprimitiven. Wichtig war es mir nur, dass man das hier so sieht. Turbulenz ist das erste Kombinieren, FE-Matrix. Das Ganze gucken wir uns mal schnell noch im Quellcode an. Machen also hier den XML-Editor auf und dann finden wir hier die Filter in den Definitions. Ja, sehen wir hier einmal Inkscape Label Wood und einmal Brushed Steel. Ich mache hier einfach mal Wood auf und dann sehen wir hier FE Turbulence. Ja, das ist wie gesagt der Filtereffekt oder die Filterprimitive für Turbulenz hier. Composite wäre kombinieren, Color Matrix, Farbmatrix, Merges zusammenführen, Displacement ist Versatzkarte. Es gibt noch ein paar mehr. Es gibt zum Beispiel Füllen mit Farbe wäre FE Flood
oder dann kann man auch Bilder, also Rastergrafiken auf eine entsprechende Fläche projizieren, das wäre FE-Image. Es gibt gar nicht mal allzu viele Filterprimitiven, aber da man die miteinander kombinieren kann alle und auf verschiedene Ein- und Ausgänge anwenden kann und ganz ziemlich viele Einstellungsmöglichkeiten haben, kann man mit den Filtereffekten nahezu wirklich realitätsnahe Oberflächen oder was auch immer erzeugen. So, nur mal, dass man grob gesehen hat, wie das funktioniert. Dann, was wollte ich noch erzählen? Und zwar folgendes. Ich mache hier einfach mal eine schwarze Fläche. Schwarz hatte ich gesagt. Und auf diese Fläche wende ich jetzt einfach mal in den Objektfarbeinstellungen hier unten die Unschärfe an. Und schon habe ich einen Filter angewendet. Der Filter heißt einfach FE Gaussian Blur. Und da gucken wir mal in unser Filterdialog und dann sehen wir hier den Filter 41 61. Hoffentlich verschwindet der hier nicht, aber hier sehen wir Gaussian Weichzeichner. Und wenn ich das hier, ja, er verschwindet doch, nicht so toll. Und wenn ich den hier wegnehme, ja, ist es wieder wie normal. Also auch hier wird mit der Unschärfe halt ein Filter angewendet. Wo kommen Filter in Inkscape noch vor? Und zwar, wenn wir hier in den Ebenen arbeiten, haben wir hier unten den Mischmodus. Und der Mischmodus ist nichts anderes wie ein Shortcut für den Filter FE Blend. Oder den Filter primitive FE Blend, und zwar wird die dann auf alle Objekte in der jeweiligen Ebene oder dem Layer angewendet. Ja. So, was noch? Rendering im Browser ist noch ganz interessant. Natürlich, der Firefox rendert das so, wie das im SVG Standard ist. Filtereffekte, auch der Opera tut das, Safari weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall tut er das auch ziemlich nah am Standard. Wer es natürlich nicht tut, ist der Browser aus der Schmiede von Microsoft, der Internet Explorer, der spricht zwar jetzt nativ SVG. Filtereffekte sind zwar schon lange im Standard drin, aber die kann er noch nicht. Also falls ihr mal mit Ebenen arbeitet und eben diesen Blendfilter oder halt auch mit Unschärfe, das wird im Internet Explorer nicht so unbedingt dargestellt. Also wenn ihr Grafiken im Web verwenden wollt, verzichtet besser mal noch auf Filtereffekte. Beim Rausrendern in PNG hat das natürlich keinen Einfluss. Okay, das soweit mal zu filtern und dann versuchen wir mal, dass wir uns selbst ein anlegen. Ich habe da schon mal was vorbereitet und zwar versuche ich hier solche Flammen zu zeichnen. Ich schiebe das mal ein bisschen beiseite. Ach. Jetzt haben wir beide erwischt. So. Was habe ich hierfür gemacht? Ich habe einfach das Schriftwerkzeug genommen, habe da Flames geschrieben, natürlich mit einer weißen Füllung, habe das einfach skaliert ein bisschen, habe davon ein Duplikat angelegt, habe das Duplikat einfach das Objekt in Pfad umgewandelt, habe die Gruppierung aufgelöst, habe das mit Steuerung Plus oder Pfadvereinigung miteinander vereinigt und dann gehen wir einfach hier auf dynamischen Facets und dann habe ich hier das einfach ein bisschen größer gemacht und das dürfte FF6600 sein. Dann mit der Bild-Taste 1 nach unten und dann habe ich das hier so ein bisschen verschoben und dann machen wir hier mal unseren Filterdialog auf und dann sehen wir hier, ich habe hier einen Filter drin, der nennt sich Flame. Und dann sollte das relativ fast genauso aussehen wie das da oben. Das hier ist ein bisschen größer vom Versatz gewesen. Deswegen sieht das nicht hundertprozentig so aus, aber
wir sehen es, es sieht so aus. Und den Filter hier wollen wir einfach mal nochmal nachbauen, damit man einfach sieht, wie das geht. Kann passieren, dass es dann nicht hundertprozentig so aussieht im Anschluss gleich, wie wir das haben. Ich nehme hier einfach mal den Filter entfernen. Und auch hier Filter entfernen. Ja, wie ich gesagt habe, hier ist einfach ein bisschen größer, deswegen sah das anders aus. Das lösche ich, das setze ich hier in die Mitte und selektiere mir mal das und dann ziehen wir mal das hier rüber. Filter bearbeiten. Diesmal bin ich so clever und lösche den mal nicht, sondern sage hier neu. Und dann haben wir hier so ein Dropdown-Menü mit den ganzen Filterprimitiven und hier raus wähle ich mir immer die entsprechende und fange hier einfach mal an mit dem Gaußschen Weichzeichner und sage hier einfach Effekt hinzufügen. Hier haben wir so ein kleines Dreieck, das sieht man so ein bisschen schlecht, weil das jetzt gehighlightet ist, dass ich es so ein bisschen unhandlich hier, wenn wir hier die Verbinder setzen, müssen wir immer von dem Dreieck ausgehen, also wenn ich das hier von hier versuche zu versetzen, wird leider nichts. Das ist nicht so ganz so toll. Auch nicht ganz so toll ist, dass hier so eine Art Hilfe drin ist. Den Platz finde ich hier einfach verschenkt. Man wird es später sehen, hier kommen schon ein paar mehr Filterprimitiven rein. Und ach, ich gehe einfach mal auf den anderen Filter, da sieht man das. Hier müssen wir schon scrollen und einige Filter wie hier die Matrix, die brauchen unten ein bisschen mehr Platz und also das ist nicht so ganz so toll, so das Optimum, was wir haben. Also ich habe hier als erstes den Gaußschen Weichzeichner hinzugefügt und den brauchen wir unten bloß noch einstellen. Da lösen wir einfach hier die Verbindung und der erste Wert ist, sage ich mal, 16 und der zweite Wert ist 46. So, und wenn wir den Haken hier vorne setzen, wird der Filter auch immer gleich hier drüben gerendert. Dann können wir ein bisschen sehen, was da passiert. Als nächstes brauchen wir den Filter Turbulenz hinzufügen und die Turbulenz können wir auch so vom Verbinder her lassen, wie das steht und welche Turbulenz wählen wir. Wir haben hier verschiedene zur Auswahl, wir wählen einfach auch Turbulenz. Die Basisfrequenz können wir bei 0, also Verbindung lassen wir, machen wir mal auf. Und hier setzen wir auf 0.32. Und hier packen wir das auf 0.11. Ups, 11 hatte ich gesagt, ne? Ja, Oktaven machen wir hier einfach 2 und den Startwert lassen wir bei 0 stehen. Sieht ein bisschen komisch aus zurzeit. Ich hoffe, das kann man hier im Screencast noch so erkennen. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt hier der Filtereffekt Versatzkarte. Den fügen wir hinzu. Und hier müssen wir den oberen Verbinder nach ganz oben setzen und den zweiten zur Turbulenz. Und hier skalieren wir auf 40 und die X-Verschiebung lassen wir auf Alpha stehen und die Y-Verschiebung auf Blau. Dann kommt als nächstes der Kombinieren-Filter hinzu und hier kann man schon sehen, geht das eben schon los, dass das mit den nicht so ist, wie wir das wollen. Den setzen wir jetzt auf auch hier und nee, nicht auf den Gaußschen Weichzeichner.
sind und auf die Turbulenz. So, auf die Turbulenz und den zweiten können wir direkt hochgehen lassen. Sehe ich das richtig? Zur Versatzkarte. Ja. So, und hier setzen wir beim Kombinieren-Filter den Operator einfach auf Out. Dann, nächster Filter wird Farbmatrix sein, nicht Matrix verhalten, sondern Farbmatrix, Effekt hinzufügen. Die Farbmatrix können wir von der Verbindung so stehen lassen. Die Werte sind hier 1, 1, 1, 1. Die können wir so übernehmen. Nur hier ändern wir den Wert auf minus 0,15. Muss ich nochmal gucken. Sind es noch ein paar mehr Werte? Nämlich hier noch 0,20. Hier noch 0,20. Und hier noch 0,20. Wir brauchen hinterher gleich nochmal eine Farbmatrix, die fügen wir nochmal hinzu. Hier müssen wir die Werte auf 2 setzen, den Wert auf 2 setzen, den Wert auf 2 setzen und den Wert setzen wir auf 1,80. Sieht ein bisschen extrem aus, ich weiß. So, dann kommt als nächstes der Filter Versatz, nicht Versatzkarte. Und auch hier können wir den Verbinder gleich so stehen lassen. Und die Werte sind hier einmal für Delta X ist 0 und Delta Y ist, machen wir mal auf 28. So, dann können wir das Ganze zusammenführen. Zusammenführen hat hier keine Parameter. Brauchen wir also nichts eingeben. Dann kommt wieder als nächstes Versatz nochmal. Und hier können wir das gleich so stehen lassen. Während wir hier aber den Y-Wert auf minus 39 setzen. 39 nicht. Dann kommt als nächstes, Versatz haben wir schon, wieder kombinieren. Ah, jetzt geht's schon los. Kombinieren. So, hier müssen wir den unteren hoch zum Versatz, das tut er ja, und den oberen hoch zum Zusammenführen, dahin. So, das ist das Kombinieren und hier unten stellen wir einfach auf Out. Dann brauchen wir nochmal eine Farbmatrix. Und hier können wir das so stehen lassen und die Werte sind hier immer 1,8, auch hier 1,8, auch hier 1,8, hier sind es 2,0 und hier 0,50 und zwar minus 0,50. So, hier bei dieser Farbmatrix müssen wir jetzt extrem, jetzt kommt zusammenführen, nicht bei dort. Zusammenführen. Hier beim Zusammenführen gibt es auch keine Parameter. Dafür haben wir aber hier mehr Verbinder. Und zwar jedes Mal, wenn wir einen Verbinder setzen, wird einer hinzugefügt. Der erste Verbinder kommt hoch zur ersten Versatzkarte, wenn ich das richtig sehe. Ups.
Nee. Och Mensch. Das ist so das Nervige hier. So, hoch zur ersten Versatzkarte, hatte ich gesagt, ne? So, erste Versatzkarte. Und hier sehen wir, hat sich einer hinzugefügt und den zweiten führen wir hier auf zusammenführen. So, und den letzten unten noch auf die Farbenmatrix oben. Und dann haben wir unseren Filter relativ nahe zu dem. Ja, das sehen wir. Ja, ist nicht wesentlich Unterschied, dass es ein bisschen anders ist, ist logisch, weil ich habe hier einfach immer die Komma-Werte hinten weggelassen. Man sieht es, so einfach geht's. Ich lege den Filter hier natürlich auch noch zu dem Artikel zum Beitrag. Dann könnt ihr mit dieser Datei ein bisschen spielen. Werdet garantiert schönere Flammen hinbekommen wie die hier. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.